Jetzt kommt das Cover oder die Coverversion, die vielleicht am radikalsten verändert worden ist. Ja, ja, man macht da aus einem Falco Hit, war es ein Hit? Ich weiß nicht. Ja, oh ja. Schon später Hit. Später. Zumindest war es ein namensgebendes Lied für die Tournee. Nachtflug. Ach so, seine Tournee. Gibt es ja wunderbares Video auf der Donauinsel, wo der Falco spielt und dann schlägt der Blitz ein. Und man hört einfach nur bumm, die Bassdrum, alles andere ist still. Und dann schalten sie den Strom wieder ein und er kehrt zurück mit dem Lied. Nachtflug. Aber wir haben da sehr eine Country-Ballade gemacht. Wir haben zwei Lieder auf dem Album, wo entweder nur ich oder nur der Nino singen. Hier singt nur der Nino. Das sind Lieder, wo wir uns tiefenpsychologisch haben abarbeiten müssen am jeweiligen Lied. Ja, ich wollte halt unbedingt einmal ein Falco-Lied mit Akustikgitarre darbieten. Ich konnte mir nicht vorstellen, ob es funktioniert eigentlich. Genießen Sie den Hunger aus Wien. Wir werden schauen, ob es Nachtflug. Würde Sie gerne im Auftrag spielen, wie auf der Platte. Ich hätte das extra geübt. Entschuldigung. Ein Mörder-Arrangement nämlich, wenn man genau hier war. Yeah.
Ludwig Hirsch war ein ganz, ganz wichtiger Künstler meiner Kindheit und frühen Jugend. Die dunkelgrauen Lieder waren eine der ersten Platten, die man selber gekauft hat. Also selber. Ich musste mir von den 120 Schilling, die damals kostet, 100 ausbauen bzw. schenken lassen von meiner Großmutter mütterlicherseits selig, die Kenner meines Werks wissen, sich durch mein Werk zieht. Und diese Oma, die die liebste Oma der Welt war, hat mir die Platten mehr oder weniger geschenkt. Und dann konnte ich sie nicht normal mit ihr anhören. Weil wer die dunkelgrauen Lieder kennt, weiß, das fängt an mit dem Lied Die Oma. Und das war keine Die Oma. Jetzt bin ich mal bei der zweiten Nummer gestiegen, ich liege am Rücken. Und hat meine Oma gesagt, das ist gut, aber trist. Jedenfalls hat es auf dieser Platte ein Lied gegeben, vor dem ich mich wirklich fast zu Tod gefürchtet habe. Also wirklich Angst gehabt habe in der Nacht nach dem Lichtabteilen, weil das so dämonisch war vom Text, von der Geschichte und dann von diesem klassischen Austropop Robert Opratko Arrangement, wo dann eine heulende Gitarre den österreichischen Mond anheult. Und alles war bedrohlich. Ein Lied über einen kleinwüchsigen Menschen. Mir ist aufgefallen, dass das eigentlich die größte einheitliche Gruppe in unserem, auf unserer Platte ist, sind Kleinwüchsige. Zum zweiten Kleinwüchsigen kommen wir später. Ja, stimmt. Aber also beim Heller heißt es der Leni Butana, der war früh korrekt, während bei Hirsch heißt die Nummer der Zwerg. Thank you.
Schwer,